Einen schönen guten Morgen aus Bexenbergen. Wir sind heute im Safaripark Bexenbergen unterwegs. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist ungefähr 30 Minuten vom Efteling entfernt. Man kommt super gut mit dem Auto hin. Was mir so gut gefällt an dem Park, also ich war hier schon mal vor 4 oder 5 Jahren, man kann entweder mit dem eigenen Auto die Safari machen oder mit einem Bus, der hier zur Verfügung gestellt wird, so ein Reisebus ähnlich. Wenn man dann die Hälfte geschafft hat, steigt man aus dem Auto aus, läuft dann einen Teil, kann noch einen Teil mit einem Boot machen, geht wieder zurück an den Parkplatz und fährt die letzte Runde wieder mit dem Auto oder mit dem Bus weiter. Finde ich wirklich ganz schön, was wir gerade schon gelesen haben. Aktuell sind nur Kartenzahlungen möglich. Ja, ihr seht es, das Wetter ist nicht so toll, wie wir erwartet haben. Wir sind tatsächlich alle nicht passend angezogen für eine Safari mit Regen. Wir hoffen, das Wetter hält so ein bisschen. Ansonsten bleiben wir halt nur im Auto. Mal sehen. Ich bin gespannt, was uns so erwartet und ob wir viele Tiere bei dem Wetter sehen werden. Es gibt hier auch ein Meet and Greet mit einem süßen Elefanten. Wartet hier auf die Besucher. Simone, machen wir? Ja, klar. Let's go. Was wir gerade noch erfahren haben, das Maskottchen oder dieser Elefant heißt Jumbo. Jumbo, ja. Total niedlich. Hier seht ihr auch nochmal die Preise. 27 Euro für Erwachsene. Und wenn ihr mit dem eigenen Auto durch den Park fahren möchtet, dann kostet es nochmal 9,50 Euro pro Auto. Und es wird empfohlen, dass man die App runterlädt, um das Ganze oder die ganze Experience erleben zu können.
sportlich hier. Oh Gott. Das ist das Gehege vom Lippenbär. Oh nein! Dafür hätte ich die GoPro gebraucht. Ja, ich habe die GoPro dabei, aber kein Brustgurt. Deswegen muss ich jetzt meine Kamera. Also die nächste Runde mache ich ohne Kamera in der Hand. Ja. Ich mache alles weg. Der ist vor mir. Wie gesagt, das ist das Gehege vom Lippenbär. Ich sehe ihn jetzt aber auch nicht. Crazy. Adventurous hier. Und durch den Regen ist es halt auch glitschig. Oh Gott, ich sehe euch schon vom Laptop, Fernseher, wo auch immer ihr dieses Video guckt, alle lachen. Oh nein, mein Handy ist hängen geblieben. So, Simone geschafft. Ja, sehr gut. Also hier wird wieder geklettert. Auch ein kleines Abenteuer hier. Ja. Das ist ein Tief hier, ist für Kinder. Ja, das ist für Kinder. Also hier. Hat er den? Zeig keinen Bock mehr. Also die Zunge ist ja fast so groß wie sein Kopf. Zu lang. Winter. Wir müssen auch erfrieren mit den Füßen im Wasser die ganze Zeit. Das war ja auch schon meine Erfahrung, Simon, weißt du noch? Da liegt Was wir jetzt hier entdeckt haben, man kann auch diese Safari hier irgendwie mit so einem kleineren Bus, Jeep, Mehrsitzer-Jeep, keine Ahnung, machen. Was das kostet, wo man das bucht, das haben wir noch nicht entdeckt. Aber ich habe auch Probleme am Handy, die Homepage hier auf Englisch zu stellen. Aber es gibt die Möglichkeit. Serieus? Maar ja, die schaal moet natuurlijk wel heel hard zijn. Anders dan breekt hij als er zo'n grote struisvogel op gaat zitten. Dus, waar denk je dat zo'n schaal eigenlijk voor gemaakt is? Moment. Das passt auch nicht. Wir haben uns jetzt mal hingesetzt. Wir haben Hunger. Wir sind im Restaurant Wanyama. Und ganz cool, man sitzt hier direkt am Affengehege und hat einen schönen Ausblick. Gefällt mir sehr gut. Mal sehen, was es zu essen gibt. Ach ja, und man bekommt hier am Tisch so einen QR-Code und mit dem bestellt man dann online und die bringen es einem dann raus an den Tisch. Ja, mein Essen ist da. Bitterballen Garnitur. Nee, Bittergarnitur hieß das. Kostet 10 Euro, ist vollkommen in Ordnung. Ja, wir lassen es uns jetzt schmecken. Guten Hunger euch allen. Also das Essen war sehr, sehr gut. So eine Bittergarnitur bestand jetzt hier aus Bitterballen. Nuggets, Frikandel und Chili Cheese Nuggets, wobei diese Mini-Frikandel, die sind nicht so unseres, die haben uns alle nicht so gut geschmeckt. Aber es war gut und preis-leistungstechnisch kann man auch nichts sagen, nur versuchen wir jetzt vergeblichst noch einen Eiskaffee zu bestellen, aber irgendwie funktioniert das über den QR-Code gerade nicht. Mal gucken, ob wir noch weiter. Gleich beginnt unsere Bootstour und ich habe jetzt auch hier den Preis für dieses coole Auto da gefunden, 15 Euro pro Person. Bis maximal 10 Minuten und dauert
45 Minuten könnt ihr dann an derselben Station, wie dieses Boot hier ist, buchen. Praktisch. Ja, das ist jetzt unser Boot. Ihr seht, schöne Sitzplätze haben wir da. Mal gucken, wo Simone hin will. Sie hat hier kalt, Leute. Gestern hatte sie Angst, sie verhitzt. Heute erfriert sie. Aber so ist Simone. Deswegen lieben wir sie auch so. Heiß oder kalt. Es gibt keinen angenehm. Van de Beekse Bergen. Ik ben Koen, maar jullie rentje voor de komende 20 tot 30 minuten. Ik ga een safari-boottocht maken. En ik loop langs die grote Azië en Afrika. Dat zijn heel vaak bezig. Fantastisch. Ja. Hebben jullie een beetje zin in? Of, ja! Ja, een beetje koeler dan gisteren. Ook vaak te zien op de bovenlange tak hier allemaal. En boven het water zie je dan ook veel zitten. Dan gaan we nou een beetje door. En dan gaan we richting Afrika. Das war die Bootstour. Also mir hat sie wirklich sehr, sehr gut gefallen. Den anderen auch, außer Simone. Aber sie ist... Warum hat es dir nicht gefallen? Das ist nichts für dich. Du warst müde. Es hat mir nicht gefallen.
würde halt, ich werde immer bei fahrenden Gegenständen sehr müde. Sie wird immer müde bei sowas, wenn sie nicht selbst fährt. Okay, nee, für mich war es schön, ich mag sowas total gerne. Ich bin total der Bootstourenmensch. Ja, und jetzt haben wir schon fast alles geschafft. Wir müssen jetzt nur noch an unser Auto und den restlichen Autoweg fertig machen. Was man auch noch erwähnen kann, an vielen Ecken hier findet Kinderanimation statt. Also hier im Hintergrund auch wieder. Vorhin habt ihr ja einen kleinen Ausschnitt gesehen. Finde ich wirklich ganz süß gemacht. Also ich mag es hier sehr gerne. Man kann hier auch tatsächlich übernachten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben uns überlegt, das wirklich bei unserem nächsten Efteling-Aufenthalt dann mitzumachen. Ich wäre dafür, also besser wie unser Hotel oder unsere Unterkunft. Die letzten 2 Nächte wird es auf jeden Fall sein. Für uns geht es jetzt mit dem Auto weiter. Und was wir gerade noch entdeckt haben, richtig cool, ihr könnt hier im Park auch Extremsportarten machen, wie zum Beispiel so ein mega geiles Kart oder Kanufahrten. Kann man alles online buchen. Wir haben es leider zu spät gesehen, sonst hätten wir vielleicht sowas auch noch mitgemacht. Aber Simone kam ja dann wieder mit, es ist zu kalt. Aber beim Sport gibt es kein zu kalt. Wir machen uns warm beim nächsten Besuch. Wir kommen jetzt zu meinem Lieblingsgehege, zu den Giraffen und den Zebras. Ich finde es dort richtig cool, aber let's go! Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass es verschiedene Schlafmöglichkeiten auch hier gibt. Und das sind solche Hütten. Und ich glaube, wir haben uns entschieden, dass wir so eine Hütte am Giraffengehege
möchten. Und man kann dann hier auch den Weg lang laufen, direkt ganz nah an den Giraffen. Richtig, richtig toll. Heute ein bisschen schade oder jetzt ein bisschen schade. Die Giraffen stehen alle da hinten mittlerweile. Das letzte Mal, als wir da waren, kamen die Giraffen hier an die Straße, sind an die Autos gekommen, haben die Autos abgeleckt. Haben sie heute Morgen, als wir auf der anderen Seite hier standen, auch gemacht. Aber jetzt machen sie alle gerade Mittagspause. Hab mich schon gefreut, denen Hallo zu sagen, aber gut, ist halt so. Kann man ja auch nicht zwingen, die Guten. Wir sind schon am Ende unserer Safari angekommen und es hat wirklich super, super viel Spaß gemacht. Wir haben das mit dem Wetter perfekt getimt. Heute Morgen hat es ein bisschen geregnet. Dann sind wir losgefahren, hat es aufgehört. Als wir dann am Parkplatz angekommen sind, wurde es immer wärmer. Und jetzt, als wir wieder zurück ins Auto sind und losgefahren sind für den Rest der Autosafari, hat es wieder angefangen. Also wirklich perfektes Timing hatten wir heute. Es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Es war jetzt mein zweiter Besuch hier. Und wir waren auch schon, während wir hier durchgelaufen sind, so ein bisschen am Plan für den nächsten Trip, dass wir uns dann hier so ein Hütchen nehmen, das direkt am Giraffeneingang ist, am Giraffengehege ist. Und ja, dass wir eventuell eine dieser Extremsportarten mitmachen möchten, die hier auch angeboten werden. Also es ist wirklich sehr, sehr cool, was man hier alles geboten bekommt. Ich finde es wirklich ein super, super schöner Park. Klar, jetzt nur für den Park hierher zu kommen, das würde ich jetzt nicht. Aber sobald ich den Efteling mit einplane, auf jeden Fall auch hier nochmal einen Vormittag mit einplanen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es macht Spaß, es ist toll. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und drückt die Glöckchen und wir sehen uns bald wieder. Ich vermute mal aus Italien.